Amerika bleibt für viele Menschen in Deutschland, aber auch in anderen Ländern der Sehnsuchtsort. Wir haben gerade eben darüber gesprochen, dass es alleine 44 Millionen Menschen gibt, die ihre Wurzeln in Deutschland haben, die seit Generationen hier leben. Aber auch für die, die nicht seit Generationen hier leben, die in Deutschland leben, ist Amerika ein großartiges Land. Und auch wenn es in einzelnen Fragen politische Differenzen gibt, dann muss man darüber sprechen. Wir brauchen da eine Beziehung auf Augenhöhe, die wir bisher nicht haben. Die Vereinigten Staaten haben ein Handelsdefizit von 151 Milliarden Dollar gegenüber der EU. Ich werfe das nicht der Kanzlerin vor, weder Deutschland noch der EU. Ich mache meine Vorgänger verantwortlich. Wenn ich nach Deutschland blicke oder in andere Länder, dann mögen sie Donald Trump nicht leiden können, aber sie müssen verstehen, das bedeutet, dass ich meine Arbeit gut mache. Denn ich vertrete die USA. Angela repräsentiert Deutschland. Sie macht eine fantastische Arbeit. Meine Vorgänger haben das nicht getan, aber wir kriegen euch schon noch. Wir geben uns Mühe. Wir werden eine auf Gegenseitigkeit ausgerichtete Beziehung haben und davon werden wir alle profitieren. Thank you, Angela. Thank you very much.